Der Touringclub Schweiz führt zusammen mit der Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU einen Bremstest von Motorrädern mit und ohne Antiblockiersystem ABS durch. ABS verhindert das Blockieren der Räder durch gezielte Eingriffe auf die Bremskraft. Dadurch wird die Fahrstabilität aufrechterhalten und die Sturzgefahr massiv reduziert. Gerade im Fall einer Notbremsung ist das ABS gemäß Projektleiter Herbert Meyer sehr hilfreich. Nur wer auf dem TÜV hockt, kann noch reagieren. Das ABS ist eigentlich in erster Linie dazu gebaut, dass man nicht stürzt, wenn man eine Bremsung machen muss. Gerade bei Notsituationen ist das sehr schwierig, eine kontrollierte Bremsung zu machen mit dem TÜV. Und daher unterstützt das ABS sehr stark. Testfahrer Rolf ist selber Ausbildner und davon überzeugt, dass sich ein grosser Anteil der Motorradfahrer selber überschätzen. Aus den Erfahrungen, aus den Kursen, die ich gebe, ist es immer so, frage die Teilnehmer, wie viele Kilometer im Jahr das gefahren werden. Die meisten sagen, ja, 3'000 bis 5'000. Und da muss man sagen, das ist natürlich nichts. Das macht einer, der ein bisschen trainiert mit dem Velo. Das ist nicht viel Kilometer. Und TÜV fahren ist immer auch eine Routinesache. Je mehr dass du das kannst trainieren kannst, je lockerer wirst, je besser hast du das Zweirad im Griff auch. Die Palette der Testfahrer reicht vom Profi bis zum Wiedereinsteiger. Die Testmaschinen sind zwei Yamaha XJ6N. Einmal mit und einmal ohne optionales ABS. Die Tests werden mit unterschiedlichen Bremsbelägen anhand objektiver und subjektiver Messkriterien durchgeführt. Die vier Testfahrer haben die Aufgabe, jeweils 6 aufeinanderfolgende Vollbremsungen durchzuführen. Auf trockenem Asphalt erfolgt die Bremsung aus 60 km pro Stunde, auf nassem Asphalt aus 30 km pro Stunde. Ziel ist es, möglichst sicher und schnell zum Stehen zu kommen. Nach den Bremsmessungen müssen die Testfahrer das Bremsgefühl, das Sicherheitsgefühl und das Fahrgefühl beurteilen. Die Fahrer auf der Maschine ohne ABS wurden zunehmend sicherer und erreichten immer kürzere Bremswege. Immer wieder kommt es dabei zu blockierenden Rädern, wie hier beim Fahrer im blauen Kombi zu sehen. Dies würde auf der Straße mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Sturz führen. Die ersten Auswertungen im Test haben gezeigt, dass man mit dem ABS eigentlich konstant bremsen kann, bei allen Fahrern. Und beim TÜV ohne ABS haben wir einfach gesehen, dass wir mit laufendem Training eigentlich immer bessere Werte erreicht haben. Was man dazu muss sagen, das ist natürlich nicht das, was man auf der Straße hat, sondern das haben wir hier im Fahrtraining. Auf der Straße haben wir eine Chance und die ist am Anfang, die erste Bremse, und die muss sitzen. Und da zeigt sich einfach, dass das mit dem ABS natürlich viel sicherer und besser geht. Von den 400'000 in der Schweiz immatrikulierten Motorrädern verfügen zurzeit nur gerade 10% über ABS. Mario Cavan von der BFU sieht deshalb noch viel Potenzial in der Reduktion von schweren oder gar tödlichen Unfällen. Die Wirksamkeit von ABS ist in eine ganze Reihe von Studien untersucht worden und alle Untersuchungen bestätigen das enorm hohe Schutzpotenzial. Die Wahrscheinlichkeit, schwere Unfälle zu erleiden, ist durch ABS nur noch halb so groß. Und tödliche Motorradunfälle werden um 30-40% reduziert. Ab 2016 wird ABS bei neuen Motorrädern ab 125 Kubik Pflicht in Europa. Der Touringclub Schweiz empfiehlt bereits heute, Motorräder mit ABS zu fahren. Bei Motorrädern oder Rollern mit weniger als 125 Kubik wird ein Integralbremssystem vorgeschrieben. Der Touringclub Schweiz wünscht eine gute Fahrt.